schon am Start, oder? Ja, ja, sicher, ja klar. Hier, ja. So, neues Video, wie beim letzten Mal versprochen. Für den Kameraden gibt es jetzt ein paar neue Schuhe, ne? Ganz geil, weil das kann ja nicht so bleiben. Vorm Lackieren muss natürlich die Felgen gemacht werden, oder? So, komm, ja. Wandern wir mal los. Der Manu wartet nämlich schon auf uns. Wir sind ein bisschen spät dran. Wo sind wir denn überhaupt, Kollege? Da sind wir. Sind doch bei Rot die Form, haben wir doch letztem Video schon angekündigt. Wer aufmerksam aufgepasst hat, der weiß das nämlich schon. Aber was wir für Felgen kriegen, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall Rot die Form, weil wir nehmen Rot die Form Felgen nur, weil einfach geile Felgen, top Leute, die Jungs dahinter sind auch sehr geil. Und bei mir gibt es einfach nur Rot die Form. Es wird leider nie eine andere Felge geben, es wird immer Rot die Form bleiben. Geil. Und TÜV, das ist auch mal geil. Und TÜV, ja genau, das ist auch wichtig, weil wir wollen ja ein Auto lackieren. Mit dem coolen Lack, in der Kombination mit einem geilen Reifen, mit einer geilen Felge, mit einmal geil eben, ganz Auto mal durchmachen. Haben wir ja nie gemacht, wir haben sonst immer nur lackiert, ne? Und ja, jetzt machen wir das einfach mal. Und das soll auch alles TÜV-ig sein, weil ich will mit dem Ding auch fahren, weil sonst ist Absturz. So, komm, los geht's. Hallo, guck mal, wir sind da. Einen wunderschönen guten Tag. Richtig geil, guck mal, er hat was vorbereitet. Kann man die auch machen? Ja, klar. Geil. Wo willst du anfangen? Rechts, links? Ich bin der Hütchenspieler gerade hier. Schau mal hier an. Bist du bereit? So bereit. Okay, ich hocke mich. Das ist auch schon ganz schön geil, ne? Was hast du denn, Tori? Ja. War eine ganz geile Felge eigentlich, ne? Ja. Na, machen wir weiter hier. Die Domino-Spieler hier. Weißt du schon die Farbe? Nee, Farbe weiß ich noch gar nicht. Ich habe einfach gesagt, mach mal irgendwas. Stellen wir mal was hin so. Wir haben ein paar Sachen hingestellt. Einfach mal, um zu gucken, worauf es steil geht. Aber ist alles auf jeden Fall 819, ET45, 512. Haben wir auch alle ein Gutachten. Sind jetzt auch alles unsere modernen und neuen Designs. Deswegen bin ich mal gespannt, was er sagt. Das war nämlich auch der Plan, weil ich gerade schon gesagt habe mit TÜV. Weil wir wollen auf jeden Fall ein Auto haben. Lackiert, geil, Fahrwerk, Felge und das muss eben TÜV-ig sein, weil kein Bock auf hier, yo, ich fahre in die Stadt und muss mir einmal einen reinfahren. Ja, ne? Macht auch einfach gar keinen Sinn im Moment. Da muss die Folie auf der Reise sein. Ist ja richtig Weihnachten hier. Ja. Uff, Digga. Also auch böse, ne? Boah, das wird gleich eine richtig schwere Nummer, ne? Boah, das ist schon geil, ne? Ja, passt. Passen da auch wieder diese Plastikdisc drauf, hier diese RLS, passen da nicht drauf? Die passen nur auf RSE, LASR und BUCM. Okay, ja, aber wie gesagt, Dings da haben wir ja auch. Das hast du ja auf deinem Kips drauf, ne? Genau. Boah, Tobi, das ist hier gerade Heavy Metal, Junge. Schon zwei Dinger, die hauen mich gerade schon komplett weg, ne? Jetzt kommt farblich noch was anderes. Ah, der silberne. Ist das diese DTM-Felge? Nee, DTM ist es also nicht. Ist jetzt in dem Fall eine TUFR. Ja. DTM hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass wir die wahrscheinlich erstmal nicht nehmen werden, weil sie halt... Jetzt ist natürlich die gehypteste Felge, DTM aktuell. Das DTM Silber und Schwarz. Und wir wollen ja ein bisschen extravagant sein, ne? Ja. Genau, so sieht das aus. So deswegen. Ist der Plan. Komm jetzt hier, der nächste. Auch ein geiles Rad. Ach, geil, ja? Mit Zentralverschlussoptik. Gibt es, wie gesagt, den Silbermatt und ganz schwarz. Ja. Auch eine sehr, sehr geile Felge. So, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. So. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Ja, klar. Und. Ja, bereit? Ja, ja, ja. Top. Auch geil, Alter. Boah. Qual der Wahl. Zufällig haben wir genug. Also davon, da haben nichts nicht. Und damit ist es auch nicht scheiße. Es ist halt immer schwer, sich zu entscheiden, ne? Ja. Ist halt immer die Frage, in welche Richtung man geht. So, jetzt bauen wir hier nochmal. Boah. Komm, ich mal so hin, dass man nicht alles... Boah, ich kann sagen. Ich würde sagen, ich filme die auch mal kurz ab. Yes, I'm gonna last the rhyme. How did it
Jetzt bist du wieder da. Jetzt? Jetzt bin ich auf Sendung. Doch, guck mal, jetzt haben wir ja hier 15 Zoll drauf und ich hoffe einfach, dass ich jetzt nichts mehr am Fahrwerk machen muss, weil wir es schon mal drin haben und dass einfach die Felge dann, weiß ich was, ja, was der denkst du? Der wirkt schon relativ tief, ne? Mhm. Also ich hätte es mir höher vorgestellt, ich hatte es höher in Erinnerung, das Auto und ja, du hast jetzt einen 195, 65 R50 drauf, wir fahren jetzt einen 8,5x19 mit einem 225, 35 oder 225, 40er, das gleicht wieder aus, also das sieht besser aus, die Felge steht viel weiter raus, das wird schon harmonisch aussehen. Ich glaube, ich denke auch, auf jeden Fall. No? Auf jeden Fall. Und vor allem, auch das ist geil hier. Guck mal. Ey, Wasser muss da drin sein, ne? Das ist wichtig. Aber das kommt ja auch alles neu. Hier vorne werden wir noch ein bisschen was schauen. Aber kein oranges Blinkerwasser, ne? Da musst du nicht. Genau. Wasser reingekippt. Da meckert der TÜV. Ja. Aber das wird gut aussehen. Ja, ich glaube auch. Bin sehr, sehr sicher. Ja. Das wird nämlich hier der nächste Rotiform Art Car Bomber werden, Junge. Das wird geil, Alter. So, jetzt müssen wir aber noch eins entscheiden. Haben wir voll vergessen. Welche Felgen? Welches Auto? Genau. Welche Felge nehmen wir überhaupt? Wir müssen in den Keller. So, jetzt geht's los. Jetzt machen wir auf jeden Fall die Entscheidung. Ist überschwer, aber ich habe auf jeden Fall den Favoriten und welche wird es sein? Die? Oder die? Oder die? Die. Oder was sagst du? Ja, die wird, glaube ich, gut drauf kommen. Ne? Die ist laut, die passt zu dir. Richtig. Und das Geile ist auch, die wird auf jeden Fall gut zum Design harmonieren, weil hier so viele Spielereien drin sind und wir auch an der Lackierung bei uns Spielereien haben werden. Deswegen ist es die. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ich denke schon. Ich denke auch. Das hat der Chef. Sehen. Weil jetzt in die nächsten zwei Videos geht es ja immer mit Lackieren los. Und im letzten Video werden wir dann alles komplett sehen. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt noch in dem Video wahrscheinlich die Felgen auf dem Auto sehen, ne? Oder? Sag du. Machen wir, ne? Mach mal. Machen wir. Ja, gut. Manu, du bist der Geilste. Wir sind auch schnell verladen. Sehr, sehr gerne. Und das wird ein fettes Projekt. Gut, ich sag erstmal bis hierhin tschüss, aber da kommt noch was. Bis gleich. Tschüss. So, alles verladen, wie man sieht. Da hinten ist alles am Start. Manu wie der beste Mann, Alter, richtig geil. So, fahren jetzt zur Firma. Alles ausladen, dann müssen wir noch Reifen organisieren, dass wir hier das Ding in den letzten Born reinkriegen. Und jetzt habe ich versprochen, letzte Woche habe ich euch ja noch versprochen gehabt, dass ich ein paar Fragen beantworte, die 10 geilsten Fragen, so mal schnell was weghauen, damit man einfach mal euch ein bisschen integrieren kann. Ja, Tobi, was haben wir denn so im Angebötchen? Warum benutzt du immer Montana-Dosen? Oh, gute Frage, weil ich bin von Anfang an Montana-Kind und Montana-Kind sind für mich so die geilste Graffiti-Dose. Es gibt auch andere Dosenhersteller, aber Montana ist so mein Ding. So, ich bin damit aufgewachsen und klar nimmst du auch mal eine andere Dose, aber Montana, die sind auch von der Kraft her, wie nennt man das, wegen Sonnenstrahlung, die bleichen nicht aus, das hält alles, das ist richtig geiler Stuff. Ja. Was war dein Lieblingsprojekt? Ganz ehrlich? Zwei Stück. Einmal die Yacht, die wir gemacht haben. Das war ein sehr, 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 sehr geiles Programm. Und das Motorrad, oder? Das Motorrad auch mega geil, aber ganz ehrlich, ich fand, weil der war vom Schwierigkeitsgrad extrem heftig, vom Thunder Bunny der Grill. Der war so schwierig, weil das Problem ist, wenn du so einen Grill ausgebaut hast, hast du da so wenig Platz, um da reinzugehen. Ich musste da feilen und schleifen dran. Also das war vom Schwierigkeitsgrad, war das Wildeste. Okay. Cool auch. Ja. Dann, wo wir gerade beim Thema Motorrad waren, wann kommt denn wieder ein Motorrad? Steht schon in der Firma. Und ich hoffe, dass das jetzt bald passiert. Sag ich mal mein Gesicht, Tani. Ne, auf jeden Fall, Motorrad steht schon da und wird auch bald angehen, aber ich habe noch kurz ein, zwei andere Projekte, die wir jetzt noch vorab machen und dann gibt es ein Motorrad. Jemand schreibt, ich glaube, so ein Art Car würde auf einem dicken Sportwagen noch viel geiler aussehen. Auf jeden Fall. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, aber der muss auch das perfekte Auto für her. Ja. Ja, Leute trauen sich zu wenig. Ne? Richtig, aber das wird noch kommen. Also ja. es kommen ja andauernd immer irgendwelche neuen Projekte rein und von daher wird das, glaube ich, ganz gut werden. Ja. Dann, woher du mich kennst? Tobi, Kameramann. Jerome, Junge, was ist da los? Ja. Ich würde sagen Siegen. Siegen. Da bin ich vom Gerüst gefallen, auf der Graffiti Jam. Das hat richtig weh getan. Jo. Das war richtig, richtig harter Absturz. Da habe ich Alex hätte am liebsten den Kopf abgerissen. Jo. Hast du schon immer als Lackierer gearbeitet? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe damals eine Lackiererlehre gemacht, aber das war auch nur so, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und jetzt bin ich wieder da. So,
Ja, und wusste gar nicht, so wenn man jugendlich ist, eben, da weiß man ja gar nicht, was man werden will. Da willst du wahrscheinlich Astronaut werden oder Rennfahrer oder weiß ich was. Autolackierer gemacht und dann erstmal weg. Und dann habe ich in der Hydraulikbranche gearbeitet. Ich habe im Außendienst gearbeitet. Ich habe voll die wilden Sachen gemacht, aber alles, was nie was mit Kunst zu tun hatte. Das war immer nur, lief das nebenbei. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir gerade sind, so, ne? 5 Jahre übrigens schon. Lackiererei, Steiner fragt. Wie bist du in die Custom-Lackierszene gekommen und machst du auch normale Sachen? Jo, das ist echt eine geile Frage so, weil, ja klar, mache ich auch normale Sachen, aber mich zieht es eben zu diesen, zu den Artcards, zu den Kunstwerken hin, weil das fing ja bei mir durch Graffiti an und ich bin da einfach, irgendwann war die Leinwand oder die Straße oder irgendeine Wände waren relativ langweilig und man hat neue Sachen gesucht und dann war einfach so, ey geil. Jetzt wird eben die Leinwand zum Auto oder das Auto zur Leinwand. Wir haben das Ding einfach mal bemalt und versuchen natürlich nur sowas zu machen, weil das macht mir am meisten Spaß. Ja. Wann hattest du das erste Mal eine Dose in der Hand? Mit 10,5 Jahre. Also mit 10 habe ich angefangen mit dem Zeichnen und sowas, wo sich auch die ganze Familie geguckt hat. So, warum kann der zeichnen? Woher kommt das? Es kam einfach. Und weil es keinen aus der Familie gibt, der irgendwie noch künstlerisch begabt ist. Und ja, so mit 10, 11 Jahren ging das ja los, gezeichnet. Und dann hat man sich mal von seinem Taschengeld mal eine Spraydose gekauft. Da habe ich Mutter sogar noch zum Graffiti-Store gefahren. In Rostock damals. Richtig geil. Wie läuft's bei dir? Kannst du von der Arbeit gut leben? Ja, also ich bin zufrieden. Klar, es kann immer mehr sein, aber man arrangiert sich. Es wird ein bisschen anders. So, damals war es ja so, oh geil, 36 Stunden von der Arbeit weg, boom, oh geil, erster des Monats, wir gehen jetzt feiern und so. Und jetzt lege ich mir alles ein bisschen anders und ich kann ganz gut leben und der Stress ist ein bisschen aus dem Kopf raus, den man zum Anfang hat und der auch früher beim Arbeiten war. Ja, also ganz gut eigentlich. Hast du noch eine Frage? Lass mich überlegen. Was wäre dein Traumprojekt, frage ich mich. Also gibt es da ein Auto, gibt es da ein Motorrad, was... Irgendein Gegenstand, der dann noch irgendwie mal mit Lumilor, mit Graffiti irgendwas. Ja, ich hab sogar noch zwei. Zwei Traumprojekte? Ja, zwei Traumprojekte, die ich gerne machen möchte. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das eine wäre ein Einmotorige, ein Flugzeug tatsächlich. Das würde ich gerne noch machen. Oder ein Heli zum Beispiel. Ein Helikopter kann ich mir auch gut vorstellen. Aber was der absolute Burner wäre, so ein, wie nennt man die Dinger? Lamborghini, nicht Aventador, sondern dieser andere, der Huracan. Aber auch bitte als Breitbau. Also nicht normal Single, dass der einfach so ist, wie man ihn kaufen kann, sondern wirklich schon dicke Bretter drauf, schön breit gebaut, das Ding. Darauf hätte ich Bock. Das wäre auf jeden Fall so eine Nummer, wo ich mal richtig Bock hätte drauf. Ja. Doch, das wäre es, glaube ich. Und videotechnisch habe ich für mich selber auch eine Frage, die ich mir selbst beantworten kann. Ja, raus. Ich würde gern, mein ganzes Leben schon, seitdem ich Graffiti sprühe, will ich in die USA. Da ist das ja alles so ein bisschen entstanden, der Ganze. Und ich möchte einen fetten USA-Trip machen mit Graffiti, mit Leben, mit Autos fahren, coole Sachen besichtigen gehen und da so ein richtig fettes Video machen. Das wäre auch, glaube ich, ein sehr, sehr langes Video. Aber das ist so ein Traum, den würde ich mir gerne in den nächsten Jahren irgendwann erfüllen. Jo. Genau. Dann ist es, Alter. Dann sind wir, glaube ich, gut durch. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir gleich nochmal in den Vorher-Nachher-Porn rein. Und in den nächsten Videos wird es definitiv dann losgehen mit Lacken. Ich weiß nicht, ob wir das anschließend zu denen dran kriegen. Da wird wahrscheinlich noch ein, zwei dazwischen kommen Videos, weil ich gerade noch zwei Projekte vor mir habe, die wir auch filmen, die auch noch gemacht werden. Und ja, dann geht's dem hier. An der Haare, Alter. Hallo. Ist das Heile hier? So, wie Sie sehen, sehen Sie Felgen. Das sehen Sie aber gleich. So, wir sind bei TJ Imports, haben die Dinge eingetragen. Ich finde, es sieht gut aus. Klar, man könnte noch vielleicht einen Zentimeter runtergehen. Mache ich aber mit Absicht nicht, weil wir haben sie so eingetragen. Und so reicht mir das auch, weil man muss ja noch ein bisschen fahren können. Ihr guckt hier überall die ganzen Straßen an, das ist alles scheiße. Aber auf jeden Fall geil. Danke nochmal an Manu. Danke nochmal an TJ. Danke an den Patrick. Danke an euch alle, die auch das immer gucken hier. Finde ich geil. Klar, jetzt mit der Farbe vom Auto ist das noch scheiße. Aber wenn nachher das Design drauf ist. Das ist jetzt quasi, jetzt gerade ist das eine richtig laute Felge auf einem ziemlichen normalen Auto. Auf einem Kackfass. Auf einem Kackfass. Okay. Genau so ein Ding. Ja.
Ne? Aber wenn nachher Design drauf ist und auch wir, ja, wir machen ja noch weiter. Ne? Also kann ich schon mal verraten, schwarz. Hier drin, schwarz lackiert. Mattschwarz. Mattschwarz. Hier, mattschwarz. Und leuchtend schwarz. Das ist so der Plan dafür. Und Lack natürlich wird ein fettes Design werden. Aber dafür werden wir auch zwei Videos brauchen. Und ich kann euch verraten, es wird leuchten, das Ganze. Ja, so, ich würde sagen, Tobi, ab in den Porn. Danke an alle, ich liebe euch. Schönen Start in die Woche und ab in den Porn.